Jo, und da sind wir wieder. Jetzt dürfen wir gegen The Boss ankämpfen. Und ich hoffe, dass er erstens nicht so viele Pokémon hat und zweitens, dass die nicht so stark sind. Aber schon mal schön, dass wir hier ziemlich viele Pokémon geschenkt bekommen haben. So, ich stelle mich mal hier hin. Kommt da jetzt einer direkt angelaufen? Ah, Julle, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Wer bist du? Dracula oder was? Giovanni. Nidorino. Block. Was ist denn Megablock? Was ist denn gegen Nidoran? Komm, ja, Dave wird wahrscheinlich direkt verrecken. Double Kick. Wie viel zieht das ab? Geht. 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 Ja, doch. Dave könnte ihn nicht vergiften. Gut, Dave könnte ihn kaputt kriegen. Das ist schön. Snobbelikat. Habe ich doch gesagt, dass das nochmal kommt. Nö, der Dave kann man gerade draußen bleiben. Ja. Oh, wie viel war denn eben gerade? Ich glaube, das ist ein Level niedriger, ne? Oder zwei. Zahltag. Yay! Gleich wieder Münzen auf Leben. Auf Leben. Yay, Dave ist tot. Es liegen überall Münzen verstreut. Komm, Alex. Biss. Nochmal Zahltag. Gibt er gleich richtig Cash. Kannst du mich ruhig noch ein paar Mal an ein paar Mal mit Zahltag angreifen. Sehr nice. Ist Giovanni jetzt nur so ein Helfer? Oder ist das Cheffe? Yay! Alles erreicht Level 37. Ich glaube, ich musste nämlich gleich nochmal runter. Ein Rihorn. Ein Rihorn. Ist das dieses komische Ding mit so zwei Hörnchen, was aussieht wie so ein Käferding? Nee. Ich habe was ganz anderes im Kopf gehabt. Boah. Dieses Stein, ne? Ist das gut? Ich glaube nicht, ne? Das geht gar nicht, ja. Habe ich mir schon gedacht. Shen könnte da, glaube ich, was reißen. Hör mal auf mit dem Kack-Megablock da. Das ist auf jeden Fall besser. Stampfer. Okay. Das ist noch im grünen Rahmen. Rutenschlag. Jo, mach ruhig. Mach deinen Rutenschlag, kannst du oft rumruten, wie du willst. Immer, ja, mach ruhig. So, hast du noch eins, ne? Nidoqueen. Das ist das weibliche Gegenteil der nächsten Entwicklung. Nee. Alex ist schon Nidoking. Aber es ist das männliche Gegenteil von Alex. Das weibliche Gegenteil von Alex. Nö. Das hat Titten. Und ist blau. Ach, hör mal auf mit dem Kack. Was soll das denn?
Halt, halt, halt! So, soll ich Shen heilen? Nee, ne? Nicht töten, nicht töten, nicht töten! Ah, Mann, ich hätte ihm gern noch einmal eine reingedroschen. Ach, ich durfte anfangen. Ja, doch. Body Slam habe ich nicht. Halt, halt. Was jetzt? Paralysiert oder was? Jo. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Dankeschön. Yes. Sauber. Giovanni wurde besiegt. Oh, wieder verloren. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme des Hilfco vereitelt? Ich konnte das nicht lesen. Aber Team Rocket wird niemals aufgeben. Jule, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Ach, Giovanni war schon der... Oh! Cool. Aber die sehen nett aus hier. Wir danken für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet. Danke. Krieg ein Küsschen. So, du hast bestimmt noch irgendein Item für mich. Ich danke dir für die Rettung der Zilfko. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich. Ich könnte dir alles geben. Voll am Rumprollen, ey. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Ich stelle mir Meisterball. Man kann ihn nirgends kaufen. Er ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wäge jedoch sorgfältig ab und wann du ihn einsetzt. Hätte ich den vorher gehabt, hätte ich den beim Relaxo eingesetzt. Gut, dann haben wir ja hier alles. Ja, nice. Und ich hoffe, die ganzen Mongos sind da draußen weg. So, hier haben wir auch alles durchsucht und so. Wir können auch mit dem Fahrstuhl fahren, geht schneller. Nein, ach Mann, ich habe doch nach oben gedrückt. Bäh. Hat irgendwie länger gedauert, als vom 10. Stock ins 3. zu fahren. Erste, zweite, ach, egal. Meine Mutti ist gerade draußen lang gefahren, warum auch immer. So. Hast du was zu sagen? Hurra, Team Rocket ist vor Ort. Jetzt fühlt man sich auf der Straße wieder sicher. Ich möchte gerne erstmal meine Pokémon. Ne? Vielleicht können wir jetzt schon den anderen Arena-Leiter noch machen. Der wäre ja der Burner. Ja. Hast du nur irgendwas zu sagen? Ich so, yay! Okay, hier hat sich nichts drin geändert. Mein rechter Fuß ist eingeschlafen. Was mit dir? Nun kommen auch wieder Touristen nach Safronia City. Ich muss jetzt hier nochmal in jedes Häuschen rein. Okay, das hatten wir schon. Thank you.
Was mit dir? Du hast den Rocket besiegt? Unglaublich! Ja. Vielen Dank für deinen Brief. Bis bald. Hey, lies nicht meinen Brief. Hä? Ich mag die Nachahmerin. Ich kaufe hier eine Pokepuppe. Was? Hopsi! Ich muss jetzt gleich auf jeden Fall noch auf die andere Seite, weil da sind nämlich auch noch Häuschen. Ja, gehen wir erstmal hier oben rein. Oh, zweistöckig. Meine Tochter ahmt gerne Leute nach. Wegen ihres Minenspiels nennt man sie die Nach... Achso, Mine von... Meine Tochter ist furchtbar schüchtern. Sie hat nur wenige Freunde. Tschanera, tschanera. Oh, ein TV. Läuft nix. Ein seltenes Pokémon. Hm, es ist nur eine Puppe. Hallo, magst du Pokémon? Halt, ich habe doch dich gefragt. Wie? Du bist komisch. Hm? Ich soll die Nachahmerei aufgeben? Aber das ist doch mein Hobby. Gigi? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Das ist creepy. Also, ist das schon wieder eine Puppe? Das ist auch eine Puppe, ne? Komme ich nicht dran. Ein Spiel mit Mario. Geh weg. Dafür. Aber die haben eine schöne Matte vor der Haustür. Also in der Haustür quasi drinne. So. Du siehst nach einem Punker aus. Der Boss des Team Rockets ist aus dem Gebäude des Hilfco geflohen. Ja. Und warum? Weil ich die Geilste bin. Oh, und ich kann in die Arena. Voll nice. Wer bist du? Ich flog mit meinem Tauboss hierher, nachdem ich von der Hilfco gelesen habe. Es ist schon alles... Nee, ist schon alles vorbei? Na toll, dann habe ich wohl das Beste verpasst. Boss. Yeah, Pikachu. Konnte ich hier in den Markt rein? Beleber ist zwar teuer, aber besiegte Pokémon werden damit wieder fit. Fit. Bla 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 bla. Was haben wir denn? Hypertrank. Nee, so viele wollte ich jetzt doch nicht haben. Aber so 6 Stück schon gerne. 15 brauche ich nicht. Gut. Da kommt noch ein Traktor. Hier unten war ich schon. Das heißt, it's Arena Time. Ach nee, ey, komm. Hey, warte, du Champion-Spiel. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von psychischen Kräften. Physische stand da wahrscheinlich. Kampf-Pokémon sind Psychokinesen nicht gewachsen. Sie haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Ich weiß nicht mehr, was ich nachgucken wollte, aber... Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arena-Leiterin. Wir lassen dich nicht einfach so zu ihr gehen. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich gucken wollte. Ob Sabrina wirklich die nächste ist oder ob das schon der 9. Orden ist. Bist du denn? Psycho möchte kämpfen. Ein Fleckmorn. Ich weiß gar nicht mehr, was gut dagegen war. Auf jeden Fall nicht Mankey. Das auch nicht.
Was hier so mit Windstoß? Nee, auch nicht. Dennis? Ich glaube, Dennis bringt hier gar nichts. Okay, ich kann auf jeden Fall schon mal machen. Oh! Okay. Das ist eigentlich Level 35. Nice. Noch ein Fleckmon, natürlich. Gerne. Jetzt direkt wieder One-Hitten oder was? Yeah. Ich nehme schon wieder so lange auf. Ein Lamus. Nö. Da ist das, wo es im Schwanz gebissen ist. Deutsch. Hat nicht ganz so viel abgezogen. Okay, das war ja mal super. Und dann ist er gleich Level 34. Ich habe die Konzentration verloren. Das Konzentration. Okay, dann machen wir hier wieder Päuschen und wir sehen uns dann morgen wieder.